Herrlich! Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute der zweite Teil von dem Unboxing. Ich verlinke euch mal den ersten Teil hier oben in der Ecke. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr nicht mitbekommen habt, worum es eigentlich geht. Im Endeffekt geht es um die Facebook-Gruppe Dogs Island. Verlinke ich euch unten in der Infobox nochmal. Wir haben das Päckchen ausgepackt. Sind wirklich schöne, tolle Kulturen dabei gewesen. Vieles, was ich noch nie angebaut habe. Und genau da habe ich nämlich zugeschlagen und habe mir das genommen, was ich für richtig halte für meinen Garten. Ich habe hier ein bisschen was rausgenommen. Hier vorne liegt das schon. Das ist zum einen ist das Grünkohl. Grünkohl Lärchenzunge. Lärchenzunge, der beste Grünkohl überhaupt. Müsst ihr haben bei euch im Garten. Dann habe ich zugeschlagen natürlich bei dem Patasson in Orange. Auch eine tolle Sache. Dann habe ich zugeschlagen hier brasilianischer Samtpfirsich. Heißt das, ihr könnt ja mal gucken, hier die Kerne. Die Kerne sind wirklich klein, ähnlich wie eine Physalis. Mal gucken, ob das klappt, man weiß es nicht genau. Dann habe ich mir noch geholt einen Wirsing, habe ich ausgepackt hier. Für den Winter, für nächstes Jahr den Wirsing. Dann habe ich für die Bienchen, für die Blumen, fürs Auge, habe ich die Tagetes jetzt mal genommen. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich ein bisschen Tagetes genommen. Tagetes hier, wachsen, wie auch immer. Salatgurke habe ich mir noch mitgenommen. Ich hoffe doch, das ist eine lange Schlangensalatgurke. Ich habe letztes Jahr oder beziehungsweise dieses Jahr habe ich die Salatgurke Telegraph noch gehabt. Sonst hatte ich immer die Tanja. Die Tanja ist eine, die nicht groß und lang wird. Die wird sehr dick, kann man gut als Schmorgurke nehmen. Naja, Salatgurke habe ich mir mitgenommen. Hoffentlich war das die richtige Wahl. Dann habe ich mir nochmal genommen, wieder ein Kürbis. Ein Patasson-Kürbis. Ich denke, das ist der in Weiß. Bitte einfach unten in die Kommentare rein. Es waren da zwei Patasson drin, der eine orange, der andere weiß. Also hoffe ich doch, dass weiß ist. Wenn ich das richtig rausgehört habe, ist der zweite Patasson, der da drin war, ein weißer. Ja, UFO-Kürbis wird es nächstes Jahr dann wohl auch geben. Dann habe ich mir noch natürlich wieder für die Bienchen und weil sie toll sind, die Stockrosen. Auch eine sehr schöne Packung. Die Stockrosen habe ich mir noch mal rausgenommen. Und dann habe ich mir rausgenommen einen Blumenkohl. Das ist auch etwas, was ich noch nie gezüchtet habe. Der Blumenkohl. Mal gucken, ob das klappt. Wollen wir einfach mal schauen. Dann habe ich mir rausgenommen roten Sonnenhut. Damit es etwas für die Bienchen gibt. Und dann habe ich mir noch rausgenommen Metolica, mexikanische Inka-Gurke. Metolica, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber auch etwas, was ich noch nie in meinem Garten gehabt habe. Schaut doch euch mal bitte hier die Samen an. Sind auch sehr kleine Samen. Ist eine Inka-Gurke, ist so eine runde, kleine Frucht. Habe ich noch nie angebaut, mal gucken. Ist auch eher was für den Hobbygarten, nicht für die Selbstversorgung. Und dann habe ich mir noch rausgenommen, die Saubohne. Schaut doch mal bitte ran. Die Saubohne habe ich auch noch nie angebaut. Ist mein erstes Jahr dann mit der Saubohne. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Und zu guter Letzt, last but not least, Jungfern im Grünen. Ich zeige euch mal eben noch mal hier die Körner. Jungfern im Grünen. Habe ich auch noch nie angebaut. Einfach mal gucken. Da habe ich mir jetzt rausgenommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tütchen. War wie Weihnachten, wirklich. Schöne Sache. Und ich packe dazu an Genetiken. Das wollen wir jetzt ja auch noch mal gucken. Habe ich mir auch schon hier was zurechtgepuzzelt. Muss ich aber zu sagen, dass das, was ich jetzt mit zupacke, das sind nur die Genetiken, die da reinkommen ins Päckchen. Einiges davon ist einmal, einiges zweimal, dreimal, viermal. Ich habe sogar Sachen dazu gepackt, die sind achtmal drin in dem Paket dann. Da könnt ihr euch richtig austoben. Aber wir gucken mal, was der gute Dorf nicht alles zugepackt hat. Das ist zum einen hier Mizuna-Salat. Mizuna-Salat habe ich zugepackt. Dann habe ich Chili natürlich zugepackt, Capsicum, Chili, Shio Roxy heißt die Sorte, ist eine Plus 10er,
passt da doch bitte mit auf, dass das nicht an die Kinder gerät. Der gerät übrigens. So, dann habe ich Chili, Joey's Long Cayenne, habe ich auch nochmal mit eingepackt. Dann habe ich ein bisschen Porree eingepackt, da weiß ich jetzt nicht genau, ob das Sommer- oder Winterporree ist. Da müsst ihr am besten einfach mal genau gucken. Da gab es natürlich auch nochmal ein bisschen Saatgut. Dann habe ich dazu gepackt die Physalis. Das ist eine, ich würde sagen, handelsübliche Physalis. Von der Größe her und vom Geschmack her nichts anderes als das, was ihr wahrscheinlich unter dem Namen Physalis kennt. Davon habe ich nochmal schön was eingepackt. Dann habe ich noch die Salatgurke Tanja. Weil ich jetzt mal mir eine neue Gurke rausgeholt habe, habe ich mir gedacht, die Tanja können wir auch einbauen. Tanja ist mit bei. Dann gibt es natürlich für die Bienchen und für die Leguminosen, die Wicken. Die Wicken sind mit eingepackt, ist eine schöne Sache. Dann habe ich noch den Roma-Salat, der ist ein bisschen rar jetzt langsam geworden. Aber ich denke, da habe ich noch ein schönes Tütchen hier eingepackt. Roma-Salat wird es natürlich auch geben. Dann für unsere Tomatenfreunde habe ich hier die Ilang-Gelb, weil die Nachfrage einfach zu groß war. Habe ich da einfach noch mal ein paar Ilang-Gelb-Körner reingepackt von der Tomate. Sellerie kann ich euch dieses Jahr jetzt erstmal nur mit dem Staudensellerie bieten. Aber auch da habe ich richtig schön zugeschlagen, damit ihr zuschlagen könnt. Staudensellerie wird es geben. Dann Mangold. Mangold in grün diesmal. Schöne Sache. Und dann habe ich noch mal ein bisschen Fenchel mit eingepackt. Auch der Fenchel ist da. Habe ich selber noch nie kultiviert. Wird es bei mir dann auch nächstes Jahr geben. Fenchel, einzigartige Sache, dass ich auch mal was rausschicke, was ich selber noch nie angebaut habe. So, dann haben wir hier eine Chili nochmal. Das ist die Cyclone. Eine schöne Grillchili. So groß wird sie. Richtig schön lecker. Kann man sich toll füllen mit Frischkäse. Auf dem Grill eine schöne Sache. Und dann habe ich nochmal eine Winterkultur mit eingepackt. Jetzt geht ja auf den Winter drauf zu. Das ist der Argano-Salat. Vielleicht habt ihr da ein bisschen Glück, wenn ihr das Paket jetzt bekommt. Könnt ihr ihn aussehen und habt davon noch etwas gut. Für mich ein schöner Salat, auch übrigens Neuland hier auf Dogs Island. Erstes Jahr mit Mizuna. Schöne Sache. Argano war das jetzt, Entschuldigung. Mizuna Argano. Mizuna hatte ich zuvor. Auch das erste Mal in diesem Jahr hatte ich das hier. Bekommt ihr mit. Schöne Sache. Kann ich nur weiterempfehlen. Und dann habe ich mir gedacht, gibt es noch ein paar Kräuter. Das ist hier Basilikum. Und zwar der Opal Basilikum. Das ist ein lila Basilikum. Ist auch immer eine schöne, hübsche, tolle Sache. Dann habe ich Chilis. Die Deep Purple jetzt habe ich noch mit eingepackt. Kleine Früchte. Oho, Achtung, die sind wirklich sehr scharf. Dann habe ich noch mit eingepackt, weil es bei mir dieses Jahr jetzt auf dem Ende so gut auflief, den Schnittlauch. Da könnt ihr euch auch 2-3 Töpfe machen aus dieser Packung. Ist gar kein Problem. Schnittlauch gibt es dann auch für euch. Ach, hier ist nochmal Schnittlauch. Die Packung ist wahrscheinlich falsch geworden. Dann habe ich hier nochmal Chili. Die schwarze ungarische Chili, das ist eine Jalapeno. Eine schöne, leckere, auch in meinen Augen Grillpaprika oder auch noch zum Rohessen. Ich esse sie noch roh. Schöne Sache. Dann habe ich hier eine Bienenweide bzw. eine Blumenmischung. Da sind gemischte Samen drin. Da ist alles Mögliche mit drin. Sehr schöne Sache. Könnt ihr euch auch einen Quadratmeter von mit fertig machen. Und dann habe ich hier, weil ich ja dieses Jahr eine Sonnenblumen-Challenge machen werde. Das spoilere ich ganz schnell mal nochmal. Also Abo draufklopfen hier auf dem Kanal, wenn ihr mitmachen wollt bei der Sonnenblumen-Challenge. Das ist Russian Giant. Die macht so richtig schöne, große Köpfe. Ein Kopf pro Blume, es sei denn, ihr kappt sie ganz früh. Dann habt ihr vielleicht Glück, dass sie nochmal austreiben. Und einen zweiten Kopf machen. Aber in der Regel ist es so, dass sie einen schönen, großen Kopf machen. Wie gesagt, Sonnenblumenkerne für euch. Wird es eine ganze Menge geben. Mitmachen hier auf dem Kanal. Lohnt sich auf jeden Fall. Und dann packe ich noch ein bisschen Mais ein. Das ist der Golden Bantam. Ein schöner, leckerer Zuckermais. Sehr ertragreich. Bin ich sehr mit zufrieden. Auch da habe ich viele Körner von eingepackt. Könnt ihr euch austoben, wenn ihr Mais haben wollt. Dann habe ich noch eingepackt eine Melone. Jetzt geht es hier ein bisschen fruchtiger wird das jetzt. Eine Galia-Melone ist das. Eine Netzmelone. Weißfleischig. Rund. Nicht oval wie die Honigmelone. Eine Zuckermelone ist das. Auch sehr schön. Dann habe ich hier noch Paprika ist das jetzt. Mediterrane Paprika. Das ist eine Tomatenpaprika.
habe ich kurz mal vorgestellt, glaube ich, in diesem Jahr. Für mich die absolut geilste Paprika. Die ist auf Freiland geeignet, ohne Probleme sogar. Wünsche ich euch auch viel Spaß mit. Was haben wir denn noch? Spanische Peperonis haben wir denn jetzt. Die werden so groß, die haben einen Schärfegrad von 5. Kann man sich auch sehr schön füllen, einkochen, einmachen. Auch für den Winter ist das eine tolle Frucht. Ist nicht zu scharf, kann man essen. Und dann gibt es jetzt nochmal eine Melone. Und zwar ist das jetzt eine rotfleischige Zuckermelone. Ebenfalls eine Netzmelone. Den Namen weiß ich gar nicht genau, aber das geht seit Jahren hier auf dem Gelände. Top ertragreich, habe ich kein Problem mit. Gibt es jedes Jahr, gab es dieses Jahr, gibt es nächstes Jahr. Wie auch immer, gibt es auch für euch. Zuckermelone, Rotfleisch. Schöne Sache. Und dann habe ich hier nochmal, jetzt geht es nochmal wieder an die Leguminosen ran. Jetzt gibt es aber keine Hülsenfrüchte. Beziehungsweise schon eine Hülsenfrucht, das ist Johannesbrotkernbaumkerne sind das. Ganz genau, Johannesbrotkernbaumkerne. Was für ein Zungenbrecher. Naja, das kommt nochmal für euch. Müsst ihr aber halt aufpassen, sind ein bisschen schwieriger zu keimen. Und die müsst ihr dann nachher, wenn es zum Herbst hin wird, wenn es Winter nachher wird, Herbst, dann irgendwann müsst ihr sie reinholen. Aber auch das sind Leguminosengewächse und ziehen dem Stickstoff aus der Luft raus, wandeln das um. Und ernähren dadurch auch noch weitere Pflanzen. Schöne Sache, sowas. Dann habe ich hier noch einen Kürbis. Das ist der New Island, wo ich gar nicht genau weiß, was das ist. Mit Schale ist er natürlich essbar. Kleiner Kürbis, nicht so ein Riesending. Kleiner, normaler Kürbis, ähnlich einem Hokkaido. Entsprungen ist das Saatgut auch einem Hokkaido-Kürbis. Damit wünsche ich euch viel Spaß. Wie gesagt, habt ihr ja gesehen. Und last but not least, und dann sind wir auch durch hier mit, gibt es nochmal einen Schwung Trockenbohnen, weil sie wirklich top sind, weil ich eine schöne Ernte hatte auch. Gibt es nochmal ein paar Trockenbohnen für euch. Ja, das ist das gewesen, was ich eintausche. 12 Sachen habe ich rausgenommen. Ich weiß nicht, wie viele Genetiken packen wir ein. Wir zählen das alles nochmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, das hört gar nicht auf, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Genetiken. Das Ganze wird, wie gesagt, doppelt, vierfach, sechsmal, dreimal, bis zu achtmal schicke ich euch das rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch für das Paket, was hier angekommen ist. Und bedanke mich bei der Deutschen Post, dass es überhaupt angekommen ist. Kann ich ja mal sagen, guck mal, jetzt läuft hier einmal nochmal Dauerwerbesendung da oben. Nee, ich pack das da an die Ecke. Das läuft jetzt da nochmal ganz kurz. Großen Lob an die Post, dass das bei uns angekommen ist. Wirklich schöne Sache. Ja, was soll ich euch noch sagen? Am besten hier das Abo setzen. Und da das nächste Unboxing gucken. Ich wünsche euch was. Tschüssi.